Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Own Galaxy. Und Mann, ich bin hyped. Ich freue mich total auf das, was wir heute vorhaben. Denn wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, dann kennt ihr sicherlich auch diese Grid-Bilder hier im Hintergrund. Das sind im Prinzip Bilder, die aus einzelnen Smartphone-Komponenten zusammengesetzt wurden, ja, und dann als Kunstwerk in der Wand hängen, wie zum Beispiel hier auch bei uns in der Halle. Sieht super cool aus, wie ich finde, kostet aber auch eine Mark. Und geht mit Sicherheit auch günstiger. Und genau das haben wir uns auch gedacht. Und deswegen machen wir uns heute so ein Bild mal selbst. Und damit es auch irgendwie noch einen persönlichen Bezug für mich gibt, habe ich gedacht, organisiere ich mir ein besonderes Gerät. Und zwar ein Nokia 3310. Das war mein erstes neues Handy, das ich damals von meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und wenn ich mir das so vorstelle, in einem Bild an der Wand so auseinandergenommen, das muss einfach geil aussehen, oder? Und deswegen machen wir das heute. Und alles, was ihr eigentlich für dieses Projekt braucht, sind diese Dinge. Natürlich einmal das Gerät, das ihr auseinanderbauen wollt, selbst. Ist ja klar, logisch. In meinem Fall brauche ich dann sogar noch ein bisschen Spezialwerkzeug, und zwar einen Torx T6 Schraubendreher. Dann braucht ihr noch eine Heißklebepistole, um alles am Ende natürlich festkleben zu können. Und einen Bilderrahmen natürlich. Und ich habe mich hier für den Sanahead Bilderrahmen von IKEA entschieden. Der ist nicht nur besonders günstig, sondern auch sehr gut geeignet für das, was wir jetzt vorhaben. Denn wir brauchen ja einen möglichst großen Abstand zwischen der Plexiglasscheibe und dem Hintergrund. Und das ist bei dem Rahmen hier kein Problem, denn der ist schön tief. Da muss ja am Ende auch noch ein Handy zwischengeklebt werden. Aber das ist eigentlich das, was mir so gefällt an diesem Projekt. Ihr seid frei darin zu bestimmen, was ihr für einen Rahmen haben wollt. Zum Beispiel gibt es diesen Rahmen auch nochmal in 35x35 cm Größe. Habe ich euch alles auch in der Infobox verlinkt. Ja, und ich habe mich jetzt eben für das weiße Modell in DIN A4 Blattgröße entschieden. So, ich würde sagen, ich habe jetzt aber auch genug gequatscht. Jetzt geht's ans Eingemachte, denn wir wollen jetzt mal dieses kleine Schmuckstück hier komplett auseinandernehmen. Der erste Schritt könnte den alten Hasen unter euch noch bekannt sein. Als erstes muss natürlich das Backcover weggeschoben werden und dann auch die Front abgenommen. Das kennt ihr vielleicht noch, falls ihr damals eben die Farbe eures 3310 ändern wolltet. Ja, sowas ging damals noch. Und darunter verbirgt sich dann natürlich auch noch die Tastatur. Als nächstes brauchen wir jetzt unseren T6 Torx Bit aus dem Feinmechaniker-Werkzeug, denn damit nehmen wir jetzt quasi die Frontplatte ab. Anschließend müsst ihr die vom Rest trennen. Ist ein bisschen frickelig, nehmt euch hier gerne einen Schlitzschraubendreher zu Hilfe, dann geht es auf jeden Fall einfacher. So, jetzt könnt ihr alle Komponenten hier mal auseinandernehmen und dann seht ihr schon, da ist auch dieses schicke Teil mit dabei. Das müsste das Motherboard sein und das sieht ja wahrscheinlich hinterher im Bild echt richtig schön aus. Was das einzelne Display angeht, konnte ich das leider nicht vom Untergrund trennen, ohne hier alles kaputt zu machen und zu verbiegen. Von daher lasse ich das jetzt hier einfach zusammen, das sieht auch so, finde ich, richtig gut aus und außerdem haben wir auch noch weitere kleinere Komponenten. Zum Beispiel die Buchse für das Ladekabel, die kann man natürlich auch rausnehmen und einzeln aufkleben. Theoretisch könnte man auch die SIM-Karte für das Bild verwenden, mache ich jetzt nicht. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Akku, der muss ja ins Bild bei einem Nokia-Handy. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch den Power-Button oben mit rausnehmen. Die verschiedenen Teile habe ich jetzt nochmal genommen und einzeln gereinigt, damit im Bild hinterher auch alles gut aussieht. Ja, und am Ende muss man doch wirklich sagen, haben wir doch jetzt schöne Bauteile aus dem 3310 für unser DIY-Bild. So, das Schwierigste hätten wir jetzt schon hinter uns gebracht. Und ganz ehrlich, Leute, das war doch jetzt kein Hexenwerk, die paar Schrauben da zu lösen und die einzelnen Teile auseinanderzunehmen. Ich meine, klar ist auch kein Smartphone, da hätten wir nochmal deutlich kleinere Komponenten wie Kameras und solche Dinge. Aber trotzdem haben wir auch hier beim 3310 solche Schmuckstücke mit dabei. Jetzt geht es darum, dass wir quasi unseren Hintergrund designen. Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, nur den Markenschriftzug quasi aufs Papier zu bringen. Ihr könnt natürlich auch ein ganzes Layout erstellen mit den Beschriftungen für die einzelnen Komponenten. Und dazu müssen wir als erstes mal ins Netz gehen und die Schriftart finden, die eben zu eurer Marke passt. Findet ihr in der Regel aber immer im Netz, gibt es eigentlich zu jeder Marke. Und ich habe hier sogar Nokia-Generator gefunden. Hier habe ich jetzt einfach mal Nokia 3310 eingegeben. Jetzt generiere ich mir hier das Ganze und schon habe ich quasi mein Logo. Das bearbeite ich jetzt in Canva. Das ist eine Online-Software, die auch kostenlos bis zu einem gewissen Grad ist. Und hier nehme ich das Ganze jetzt auseinander und ziehe mir das 3310 Stückchen so groß, wie auch der Nokia-Part sein soll. Ja, und dann gruppiere ich das Ganze und jetzt kann ich die beiden gemeinsam so groß machen, wie ich möchte und dann hier zum Beispiel mir in die obere Ecke bringen oder auch nach unten, da wo es eben dann für euch hin soll. Ist also eigentlich ganz einfach. Ihr könnt jetzt auch, wenn ihr möchtet, vorab schon in dem Programm die einzelnen Komponenten quasi ausmessen und euch dann so hinlegen, wie ihr das eben am Ende zusammenbasteln wollt. Hier könnt ihr also alles verschieben und so anordnen, wie ihr das eben haben möchtet.
Ich habe mich jetzt am Ende einfach für die klassische Variante mit dem einfachen Logo entschieden, ohne Beschriftung, und das Ganze beim Copyshop um die Ecke drucken lassen auf besonders starkes Papier. Da solltet ihr dann eventuell auch nachfragen, damit nachher auch nichts rumschwabbelt, wenn ihr eben die Komponenten aufklebt. Ich habe mir ein paar Versionen machen lassen, um mich am Ende hier zu entscheiden, und am Ende nehme ich diese Größe hier oben dann links in der Ecke. Ja, und jetzt wird das Ganze eben aufgeklebt. Beziehungsweise musste ich mich ja erstmal für eine finale Anordnung entscheiden. Hier habe ich alle möglichen Designs mal ausprobiert und das eine dahin gelegt und das andere dahin gelegt. Am Ende habe ich dann aber ein Design gefunden, das mir wirklich richtig gut gefällt und dann am Ende auch wirklich final war. Das Aufkleben mit der Heißklebepistole war dann wirklich gar nicht so einfach, wie ich dachte. Hier müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr euch eine Unterlage auf den Tisch legt, denn sonst versaut ihr euch wirklich so einiges. Ja, und dann muss man das Ganze eben vorsichtig Teil für Teil aufs Bild kleben. Schlussendlich habe ich dann alles nochmal auf das beiliegende Passepartout gelegt, um dem Ganzen nochmal mehr Stabilität zu geben. Ja, und dann wurde im Prinzip nur noch der Rahmen aufgesetzt, hinten diese Klammern umgebogen und dann war das Bild im Prinzip fertig. Und das Ergebnis kann sich ja wohl sehen lassen. Ist ja wohl mal mega geil geworden, oder? Ich muss sagen, ich bin selbst ein bisschen überrascht, wie gut es mir gelungen ist, das hier irgendwie alles aufzukleben. Tatsächlich war das Aufkleben mit der Heißklebepistole auch echt schwieriger dann doch noch als das Auseinandernehmen der einzelnen Bauteile. Hätte ich nicht gedacht, aber dieses Fädenziehen, das ist nicht so ganz einfach. Da müsst ihr drauf aufpassen, dass ihr euch euren Untergrund am Ende nicht damit noch versaut. Aber was soll ich sagen? Also ich bin wirklich mega happy. Hätte nie gedacht, dass das so cool aussieht. Und das ist auf jeden Fall mal ein richtiges Schmuckstück für die Wand. Ihr wollt jetzt wahrscheinlich wissen, was ich dafür bezahlt habe. Und das könnte euch überraschen. Denn tatsächlich brauchte ich eigentlich nur das Handy selbst. Dafür habe ich über Kleinanzeigen nur 15 Euro gezahlt. Dann natürlich noch den Bilderrahmen. Der hat mich bei IKEA nur 6 Euro gekostet. Das Drucken im Copyshop hat jetzt auf dem dicken Papier 3 Euro pro Seite gekostet. Ja, und dann musste ich mir eben noch dieses Feinmechaniker-Werkzeug kaufen. Und das hat nochmal 13 Euro gekostet. Am Ende hat mich das Ganze jetzt also hier nur 37 Euro gekostet. Wenn ihr so ein Feinmechaniker-Werkzeug beispielsweise schon habt, dann hättet ihr hierfür nur 24 Euro gezahlt. Und das ist deutlich, deutlich günstiger als jetzt beispielsweise die Bilder vom Grid. Die sind also deutlich teurer. Die Heißklebepistole hatte ich bei mir zu Hause auch noch im Keller. Da müsst ihr also mal schauen, ob sowas bei euch zu Hause noch rumliegt oder aber ihr leiht euch eine. Ja, und am Ende kann dann sowas dabei rumkommen. Ich bin super happy und sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.